In diesem Video schauen wir uns an, wie sich Festkörper bei Erwärmung ausdehnen. Ganz knapp, was ist die Physik in der kinetischen Molekulartheorie? Das ist eine ungefähre Theorie, die basiert auf vielen Annahmen. Aber so kann man sich es relativ gut vorstellen. Da ist es so, dass mit zunehmender Temperatur die kinetische Energie der Moleküle bzw. Atome zunimmt. Das bedeutet, die bewegen sich immer schneller und dadurch brauchen sie auch mehr Platz und das wiederum führt zur Ausdehnung des entsprechenden Stoffes. Wenn wir uns jetzt die Formeln mal genauer anschauen, dann stellen wir erstmal fest, dass Delta L, das ist praktisch die Länge, die hinzukommt, bei einem Stoff entsprechend proportional zur Anfangslänge ist und proportional zur Temperaturänderung ist. Um nun eine Gleichung aufschreiben zu können, brauche ich eine Proportionalitätskonstante und das ist der Längenausdehnungskoeffizient. Das ist eine stoffspezifische Eigenschaft. Für Kupfer ist er entsprechend 16,5 mal 10 hoch minus 6, 1 durch Kelvin. L0, wie gesagt, ist die Anfangslänge und Delta Theta ist der Temperaturunterschied in Kelvin. Das ergibt mir Delta L. Delta L ist das, was an Länge sozusagen durch Erwärmung dazukommt. Wie sieht nun unsere Gesamtlänge aus? Nennen wir sie L1. Ist einleuchtend, ist natürlich gleich der Anfangslänge plus die Länge, die durch die Temperaturänderung entweder dazukommt oder halt eben minus gerechnet werden muss, also Delta L. Delta L haben wir ja eben schon festgelegt. Dann brauchen wir das Ganze nur noch einsetzen und erhalten dadurch unsere Formel für L1. Das Ganze L0, wie gesagt, Anfangslänge, Alpha ist der Längenausdehnungskoeffizient und Delta Theta ist die Temperaturänderung in Kelvin. Nun gucken wir uns das in drei Dimensionen an. Also die Länge haben wir eben festgelegt. Die Fläche ist eigentlich auch relativ einfach. Eine Fläche ist ja eine Länge mal eine Länge. Daher kommt das Quadrat. Nimmt an, dass es natürlich sich in alle Richtungen gleichmäßig ausdehnt. Beim Volumen ist natürlich eine Länge mal eine Länge mal eine Länge, also hoch 3. Zeit für Experimente. Zum Beispiel bei der Eisenbahn sieht man hier diese Gewichte, die sollen die Drähte spannen, weil die sich ja eben bei Erwärmung im Sommer ausdehnen. Das Ganze werde ich jetzt mal versuchen im Labor nachzustellen, indem ich hier einen Draht habe. Durch diesen Draht schicke ich Strom, bis er glüht. Dadurch ist er heiß geworden und dann hängt er durch, wie man sieht. Wenn ich den Strom wieder ausschalte und er erkaltet, also aufhört zu glühen, dann spannt der Draht sich wieder. Und das Ganze wird, wie gesagt, zum Beispiel bei der Eisenbahn, durch diese Spannvorrichtung entsprechend verhindert. Das heißt, wenn man im Sommer und im Winter diese Gewichte beobachtet, müssten die im Sommer weiter unten hängen. Schauen wir uns noch weitere Experimente zu diesem Thema an. In diesem Experiment schauen wir uns den Bolzensprenger an. Das ist dieser Aufbau hier. Hier vorne ist ein gusseiserner Bolzen drin. Hier habe ich eine Eisenstange. Diese Eisenstange werde ich erwärmen. Und hier hinten ist ein Keil, der, wenn diese Eisenstange praktisch in diese Richtung hier sich verlängert, wenn man etwas erhitzt, wird es ja, dehnt es sich aus. Und dann kann ich hier entsprechend diesen Keil weiter reindrücken.
Und wenn es sich wieder zusammenziehen möchte, funktioniert es nicht, weil ja der Keil das verhindert. Und dann gucken wir mal, was passiert. Dazu habe ich hier einen Brenner. Und ich hatte das hier nochmal so ein bisschen, damit ich mit dem Brenner auch drunter komme. So. Und hier ist die Spitze von dem Brenner. Brauchen wir jetzt nur noch anzünden. Und los geht's. So, und jetzt kann man hier gucken, dass dieser Keil nach und nach sozusagen da verschwindet oder halt weiter reingedrückt werden kann. Und ganz wichtig, ich erhitze die Metallstange in der Mitte und nicht den Bolzen vorne, der das hält. Ja, das ist jetzt etwas für Geduldige. Und man sieht schon, ich kann den Keil weiter reindrücken. Viel weiter werde ich den Keil auch nicht reinkriegen. Und deswegen nehme ich jetzt die Hitze weg. Und jetzt zieht sich dieses Stückchen Rohr, Stahl, wieder zusammen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Der Keil verhindert ja jetzt, dass es kürzer werden kann. Und auf der anderen Seite habe ich ja den Bolzen, der das Ganze festhält. Tja, jetzt heißt es warten und schauen, was passiert. Tja, das ging relativ schnell. Man hat gesehen, es hat sich zusammengezogen und trotzdem, obwohl es praktisch vorne und hinten festgemacht war, uns hat sich so stark zusammengezogen, dass es hier vorne tatsächlich diesen Bolzen ja, in der Mitte geteilt hat. Das heißt, dieser gusseiserne Bolzen konnte praktisch das Ganze nicht halten. Und so ein Bolzen, der ist schon, ja, außer dass er noch heiß ist, hier sieht man, kann man nochmal in die Kamera halten, sieht man die Bruchstelle. Das Ding ist schon recht stabil. Und ja, ganz eindrucksvoll mal gesehen, wie viel Kraft dahinter steckt. Und daher kann man es auch verstehen, warum zum Beispiel bei Brücken diese Dehnungsfugen da verbaut sind. Weil wenn das irgendwie mit wichtigen Teilen an der Brücke passiert, wäre das natürlich schlecht. In diesem Experiment möchte ich die Ausdehnung einer Eisenkugel infolge der Erwärmung, also durch Erwärmung, zeigen. Dazu habe ich eine Eisenkugel, die genau durch dieses Loch hier passt, und einen Brenner, mit dem ich diese Eisenkugel jetzt erhitzen werde. So. Und wenn die Eisenkugel entsprechend heiß genug ist, hat sie sich so weit ausgedehnt, dass sie dann nicht mehr durch dieses Loch passen wird. Das Einzige ist, dass das jetzt so ein bisschen mit Geduld verbunden ist.
die man braucht, ist diese Kugel, weil sie doch relativ groß ist. Man muss einen Moment warten, bis er wirklich nicht nur außen, sondern richtig warm ist, damit es sich dann schön ausdehnt. Und es ist gleich ungefähr eine Minute, wie wir die Kugel erhitzt haben. Und ja, waren jetzt anderthalb Minuten. Ich hoffe, das langt. Und die Kugel passt nicht mehr durch das Loch. Wenn man einen Moment wartet, batsch, kühlt sie sich ab, wird wieder kleiner und passt entsprechend wieder durch das Loch hindurch.